Hallo Freunde, willkommen zurück zu Monkey Island 4. Ja, okay. Wir gehen jetzt nochmal zu Ozzy. Er ist ja jetzt gerade so ein kleiner Störfaktor hier. Ich glaube nicht, dass wir da in irgendeiner Form weiterkommen werden. Abgesperrt. So, das ist auch nochmal abgesperrt. Schade. Kann ich mich hier verkleiden? Dann irgendwas hat er ja gegen mich, ne? Das heißt, er ist bestimmt irgendwie, kennt er LeChuck wahrscheinlich. Er hat LeChuck einfach vom Eisberg befreit und jetzt ist er derjenige, der wichtig ist. Hole Rödiger. So, wie sieht's aus? Da bin ich wieder. Was wollen Sie denn jetzt? Hey, Sie sind doch der Kerl, der Pegnos angeheuert hat, um mir einen Bankraub unterzujubeln. Das ist seltsam. Ich habe gehört, dass Sie den Bankraub begangen haben. Ha, ich habe Ihr Gespräch mit Pegnos in den Sümpfen belauscht. Was? Sind Sie taub? Ich weiß alles über Ihren Plan, die Erbstücke der Marlies zu stehlen. Ha, Ihr kleines Piratenhirn ist doch gar nicht in der Lage, die wahre Bedeutung meines Plans zu erkennen. Abgesehen davon können Sie mir ohne die Beute nichts beweisen. Und Sie werden die Beute niemals finden. Ha, ich habe sie schon gefunden. Wirklich? Sie haben Pete's Beuteausstellungsraum gefunden? Ja. Wie sieht er aus? Wie Ausstellungsräume ebenso sind. Großartige Akustik, coole Tanzfläche. Sie blöffen. Aber ich wollte ohnehin gerade zum Ausstellungsraum. Okay. Wir können ihm hinterher. Und wenn ich zurückkomme, habe ich das Geheimnis der ultimativen Beleidigung gelüftet. Fassen Sie nichts an, während ich weg bin. Großvater Marley erwähnte die ultimative Beleidigung in seinem Brief. Ich frage mich, ob das wichtig ist. Natürlich ist das wichtig. So. Wie kriegen wir ihn jetzt dazu, dass er seinen Stab zerbricht? Den Rest haben wir. Okay, gehe Richtung Wald. Das heißt, wir folgen ihm jetzt. So, und das wird nicht funktionieren. Aber was wir machen können, ist, wir können ihn sauer machen. Der Pfad endet hier. Ohne Spur kann ich ihm auf keinen Fall durch den Wald folgen. Ganz genau. Das können wir tun. Und dann gehen wir zum Stabhersteller und werden die Termiten auf seinen neuen Krückstock packen und dann können wir ihm hinterherlaufen. Das wird funktionieren, da bin ich mir sicher. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir es hin, dass er seinen Stab zerbricht? Wir müssen ihn ja irgendwie sauer machen. Ossis Wanderstab. Dieser Stab hat einen kaum wahrnehmbaren Sprung. Sieht aus wie hochwertiges Holz. Kann ich das hier schon machen? Was soll das werden? Aufhören! Irgendwie müssen wir ihn sauer machen. Können wir hier irgendwie Lärm machen oder was? So? Mit seinen Sachen? Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Hier mit ihm? Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Er ist jetzt so ein bisschen dein Erzfeind, ne? Da kannst du auch schon mal ein bisschen dich verhalten wie eine offene Hose. Da bin ich wieder. Was wollen Sie denn jetzt? Ich hätte Lust auf eine neue Runde Beleidigungsfechten. Wenn es sein muss, worum möchten Sie spielen? Wenn ich gewinne, tanzen Sie mitten in der Stadt den Ententanz. Gut. Und wenn ich gewinne, verlassen Sie augenblicklich mein Haus. Einverstanden. Irgendwie muss das hier mit... En garde. Touché. Ach, das ist doch so abgedroschen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Also, ich werde jetzt ihn mich angreifen lassen und dann werde ich es so lange von ihm wiederholen lassen, bis er wirklich keinen Bock mehr hat. Okay. Einen Tod würde wahrlich hier niemand bedauern. Immer noch besser als hier wie du zu versauern. Du hast nicht die geringste Chance gegen mich. Okay. Könnten Sie das wiederholen? Ich habe Sie nicht verstanden. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Du hast nicht die geringste Chance gegen mich.
Okay, nochmal. Könnten Sie das wiederholen? Ich habe Sie nicht verstanden. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Du hast nicht die geringste Chance gegen mich. Könnten Sie das wiederholen? Ich habe Sie nicht verstanden. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Du hast nicht die geringste Chance gegen mich. Könnten Sie das wiederholen? Ich habe Sie nicht verstanden. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Du hast nicht die geringste Chance gegen mich. Könnten Sie das wiederholen? Ich habe Sie nicht verstanden. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Du hast nicht die geringste Chance gegen mich. Schade. Na, schon gut. Ich gebe auf. Sie sind noch schwächer, als Sie aussehen, werter Threepwood. Haben Sie was an den Ohren? Ich verliere niemals. Das war eine gute Idee, aber es geht nicht so. Was können wir denn noch machen? Es hat was mit dem Beleidigungsfechten zu tun. Aber kann ich hier sonst irgendwie ein bisschen Stress machen? Kann ich sein Ei hier zermädeln oder irgendwie sowas? Kann ich... Was ist denn mit der Tupperdose? Kann ich ihm so ein bisschen Köder ins Gesicht schmieren? Ich meine... Die Dose ist schon voll. Nee, andersrum. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Darum geht es doch. Da bin ich wieder. Was wollen Sie denn jetzt? Ich hätte Lust auf eine neue Runde Beleidigungsfechten. Wenn es sein muss, worum möchten Sie spielen? Wenn ich gewinne, erzählen Sie mir alles über Ihre bösartigen Pläne. Gut. Und wenn ich gewinne, verlassen Sie augenblicklich mein Haus. Einverstanden. Ja. En garde. Touché. Ach, das ist doch so abgedroschen. 12. Kann ich hier irgendwas machen jetzt, wo ich anfange? Ich muss Ihnen nichts beweisen. Ich weiß, dass ich gewinnen werde. Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Haben Sie was an den Ohren? Ich verliere niemals. Okay, das war jetzt komisch. Also meine andere Idee wäre, jetzt hier ein bisschen Gestank zu machen. Und zwar hier die ganzen Tiere mal an. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Ja, das macht er aber nicht. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und ja, einen erlesenen selber Freundeskreis. Hier. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Hier einfach so in die Luft. Was für ein Aroma. Nee. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Das ist doch nix hier. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Nee, das macht er nicht. Warum denn nicht? Was kann ich denn noch machen? Oh Mann. Kann ich an dem Schnabeltier ziehen? Zugenagelt. Armes Ding. Armes, wehrloses Riesenschnabeltier. Kann ich an ihm ziehen? Das hebe ich nicht auf. Kann ich seinen Stock so mitnehmen? Also, es ist ja schon mal... Kann ich die Schwerter eben? Einen Streit kann man auch etwas zivilisierter anfangen. Duellschwerter. Aufhören! Dieser Stab hat einen kaum wahrnehmbaren Sprung. Sieht aus wie hochwertiges Aufhören. Holz. Aufhören! 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 Nee. Manchmal ist das ja so, wenn man das häufiger macht, dass es dann geht. Ich versuche jetzt einfach mal alles einzudieseln, was ich hier so finde. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. So, was haben wir denn hier? Babykoala. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Was ist denn mit dem Schnabeltier? Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Was mit dem Dingo? Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Was für ein Aroma. Also einfach so in der Luft machst du, ne? Aber das ist kein Thema. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Oh mein Gott. Wieso? Waffenschrank. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Tür. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Abgesperrt. Abgesperrt. Ich habe keine Ahnung. Kann ich jetzt hier mit den... Kann ich die auf den Schnabeltier legen? Hier ist kein falscher Arm nötig. Warum nicht, Leute? Mann, was gibt's denn noch?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ach ja. Wie wär's denn, wenn... Kunstdarm brauche ich ja eigentlich nicht, ne? Das könnte ich theoretisch haben. Ja, eigentlich könnte ich alles haben, was ich hier gerade habe. Meine normale Logik führt mich einfach nicht weiter. Kann ich irgendwie sein Schnabeltier hier ab... Elaine würde mich umbringen, wenn ich die missbrauche. Womit? Ich fürchte, das würde ihm nicht... Elaine würde mich umbringen, wenn ich die missbrauche. Ich bin mir sicher, dass das die richtige Lösung ist. Nein, das ist nur etwas für mich selbst. Ich fürchte, das würde ihm... Mach es doch einfach. Nein, das ist nur etwas für mich. Nein. 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 Was für ein Aroma. Das mit dem Känguru. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Das mit dem Krokodil. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Riesenei. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen... Wombat. Nein. Billy Nobler. Nein, das... Keine Ahnung. Ach, ich kann ja mal in die Stadt nochmal und dann gucken, ob wieder... nee. Irgendwo wahrscheinlich dann was Neues ist. Irgendwas, was dann vorher nicht da war. Jeden einzelnen Raum nochmal betreten, falls irgendjemand ankommt und sagt, ja, ach so, ne? Wir haben jetzt übrigens... Wie mit dem Sterbedokument da damals. Das sieht nicht gut aus. Ich gucke einfach erstmal nach neuen Objekten. Hey. Hey da, Geldsäcke. Sehr witzig, Mr. Sweetwood. Haben Sie das gestohlene Geld schon verpreist? Es geht gar nicht um das Geld, ne? Ach, das ist... Ich glaube, mein Bewährungshelfer hat gerufen. Bis später. Da nochmal rein, macht keinen Sinn. Prothesenparadies. Hi, kann ich das hier wieder mitnehmen? Ja. Siehst du, dann können wir es damit nochmal versuchen. Mit Dead ID Nummer. Dave? Reden? Ja? Nee. Wiedersehen. Riech mal wieder vorbei. Nix. Ich hab ja jetzt die Spielbox. Ich glaube, ich kann da so ein bisschen Lärm mitmachen. Dann machen wir mal eine Ein-Mann-Marching-Band dann und soll das da funktionieren? Das probiere ich mal direkt. Ansonsten, was kann ihn noch nerven? Keine Ahnung. So, auf geht's. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Okay. Ja, das hier ist ja ganz merkwürdig, ne? Also, wenn ich das mit dem Gegenstand verwende, dann macht das einfach nur nochmal an und aus. Oh Mann, ich weiß doch, wie es danach weitergeht. Aber wie mache ich denn den guten Mann wieder sauer? Na gut, wenn er lange mit Pecknose reden kann, ohne dass er genervt wird, dann kann er wahrscheinlich auch... Naja. Kann ich nicht... Ach so, warte mal. Vielleicht ist es einfach der falsche Geruch. Können wir das... Hey, hör auf! Können wir das mitnehmen? Hier... Was sagst du dazu? Das ist unsere neueste Kreation. Eau de le Chac. Riecht entsetzlich. Ja, wir bevorzugen den Ausdruck erdig. Stimmt, das stinkt einfach mehr als die Mische, die wir aus alten Ködern und dem ganzen Kladderadatsch da zusammengepanscht haben. Ja, ich glaube, das ist es dann, oder? Ja, moin. Ich wollte ihn nochmal einsprühen damit. Parfum. Selbstgemachtes Parfum. Okay. Mann, was ist das für ein seltsames Zeug, mit dem du mich da angespritzt hast?
Das ist richtig widerliches Ekelzeug. Okay. Ich wünschte, Sie würden mich nicht alle anstarren. Ich hatte schon genügend Augäpfel in der Hand. Danke. Ich kann die Augäpfel nicht mitnehmen. Ich find's schade. Ich glaube, mit denen hätte man einiges an Spökenkram treiben können. Aber wenn das dann so ist, dann machen wir das halt nicht. Dann lassen wir die da liegen. Ich meine, gut. Die nächste Halloween-Party kommt ja bestimmt, aber manchmal muss man sich selber dann auch ein bisschen zurückhalten. Eine Selbstgeißelung sondergleichen. So, jetzt versuchen wir mal, Ozzy damit anzusprühen. Wenn ich irgendwas habe... Warte mal, ich guck's mir nochmal an. Es heißt Eau de Le Chac. Riechen auch Sie wie der ruchloseste Pirat aller Zeiten. Warnung. Der Inhalt dieses Fläschchens darf nicht bei oder in der Nähe von Tieren, Menschen mit Herzproblemen und Schwangeren angewendet werden. Tiere, das ist doch was. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Ja! Was soll das werden? Oh oh. Er nimmt den Stock! Und was ist das für ein Gestank? Sie haben mein Schnabeltier besudelt. Perfekt! Himmel, sehen Sie, was Sie angerichtet haben? Jetzt muss ich einen neuen Stock bestellen! Ja, wunderbar! Und da machen wir dann die Termiten drauf und dann können wir ihm folgen. Hey! Manchmal funktioniert es doch, so wie man sich das vorstellt. Ich dachte schon, er würde nie verschwinden. Okay, jetzt ist er aber nicht mehr da. Das heißt, wir können uns hier mal ein bisschen austoben. Ich guck mal, ob wir das Schwert mitnehmen können. Einen Streit kann man auch etwas zivilisierter anfangen.